Moin, moin und willkommen zurück zur vierten Folge von Real Solar System. Und bevor wir heute mit unserem ersten künstlichen Satelliten in den Orbit wollen, hat uns das Spiel noch die Mission gesetzt, dass wir mit einem Flugzeug zwischen 4200 und 5200 Metern unterwegs sind für 3 Minuten. Und das habe ich hier schnell mal noch erledigt, bevor die Mission dann abläuft und wir eine Strafzahlung bekommen. Die X1 war ja ganz verlässlich und ich habe gedacht, ich nehme sie einfach nochmal 1 zu 1, unsere X1K. Und Jebediah darf nochmal versuchen, sich da zu halten. Wie ihr seht, läuft die Uhr auch schon. Nebenbei habe ich noch ein paar Wissenschaftspunkte eingesammelt. Die schaden ja unterwegs nie, wenn wir da schon mal unterwegs sind. Und wir konnten damit natürlich dann auch noch ein paar Teile freischalten, die ich natürlich für den Bau auch gebraucht habe. Denn ich habe festgestellt, neben Early Orbital Rocketry braucht man auch noch die Early Avionics für die Probe Cores. Und da dort der Explorer 1 Probe Core gefehlt hat, habe ich auch nochmal das Fasermod händisch nachgestrickt. Das ist leider nicht mit im CCAN-File drin und geht auch leider nicht. Aber jetzt gucken wir dann gleich mal uns an, um was es heute eigentlich gehen soll, nachdem wir das hier erledigt haben. Und ja, Jebediah ist sicher gelandet. Wir haben als Mission einen ersten künstlichen Satelliten im Erdorbit zu platzieren und der soll mit einer Periapsis von über 150 Kilometern unterwegs sein und uns dann auch noch Wissenschaftspunkte liefern. Und dafür gibt es 62.000 Funds und 188 Reputationspunkte. So weit, so gut. Jetzt wollen wir uns natürlich mal zusammen angucken, wie die Explorer 1 Rakete eigentlich aufgebaut ist. Und dafür habe ich gedacht, gehe ich mit euch mal in die Fab und mein Jetzt-Ich erzählt euch mal ein bisschen was über die Rakete und wie sie so insgesamt aufgebaut ist. Also, von den Teilen her habe ich es so gemacht, dass ich über das Faserpaket, das habe ich nachinstalliert, weil ich gemerkt habe, dass mir die Probes fehlen, mir den Explorer-Satelliten bekommen, freigeschaltet habe. So rum ist das richtige Wort. Und der Explorer oder der Explorer 1 Probe ist hier zu... Jetzt machen wir... Zap. Aufbleiben bitte. Genau, den kriegt man über die Early Avionics, da wo auch der Vanguard herbekommt, sobald man Faser installiert hat. Und das ist im Prinzip einfach eine kleine Röhre, länglich, sieht man hier oben aufgesetzt mit ein paar Antennen, hat eine sehr, sehr gute Antennenreichweite und verbraucht sehr wenig Strom, während er selber sehr große Batterien hat. Das ist natürlich sehr angenehm, wenn man mit dem Ding dann unterwegs ist, längere Zeit. Es hat ein SRS-System auch schon drin und das ist das ganz Coole dran, einige Science Experiments. Es war nämlich tatsächlich so, dass der Explorer 1 natürlich eingebaute wissenschaftliche Messgeräte hatte. Oder eine der Sachen, die er als erster gemessen hat und die für die spätere bemannte Raumfahrt extrem interessant waren, waren eben Strahlungswerte aus den Fernellengürteln, mit denen über den Explorer-Satelliten oder später natürlich auch seine Nachfolger noch diese Ergebnisse verifiziert worden sind. Das erste Mal nachgewiesen wurde, dass es Strahlenprobleme dort draußen gibt, die eventuell einen Einfluss auf die bemannte Raumfahrt haben können, nämlich dass sie Astronauten verstrahlen. Und diese wissenschaftlichen Ergebnisse sind eben drauf. Das heißt, was er drauf hat, ist einmal ein Temperature Log. Das heißt, man kann die Temperatur messen, man kann Strahlungsdaten messen und man kann Impact Data. Das ist jetzt für den Satelliten natürlich nicht so interessant, aber wenn man ihn mal als Impactor benutzt, also quasi aufschlägt, dann kann er das natürlich auch. Und natürlich die alle Telemetrie-Infos. Und was ist der Trick an dieser Probe? Der Trick an dieser Probe ist, dass sie sehr, sehr leicht ist. Also das Ding hier wiegt, jetzt lasst mich kurz gucken, 8,3 Kilogramm. So, das ist die Nutzlast, die auch auf der Juno 1 Rakete drauf war. Und jetzt kommen wir mal zum nächsten Part der ganzen Konstruktion, nämlich die Juno 1. Die Juno 1 besteht aus insgesamt 4 Stufen und ist eine abgewandelte Form der Redstone Rakete. Das heißt, das hier unten, ich sag mal bis hier so, das ist eine sogenannte Redstone-Rakete. Das war eine der ersten Mittelstreckenraketen der Amerikaner. Die Rakete wurde mit dem A6-Triebwerk befeuert. Das war ein Ethanol-Liquid-Oxygen-Triebwerk, also Ethanol und flüssiger Sauerstoff. Und für die Juno 1 hat Rocketdyne da das A7-Triebwerk und eine andere Treibstoffkombination erfunden, mit folgenden Auswirkungen. Und zwar hat das A7 einfach ein bisschen mehr Thrust und es fliegt mit Hydin und oder Hydein,
Hydin und Liquid Oxygen. Und Hydin wurde von Rocketdyne, wie gesagt, für die Juno-Geschichten erfunden. Und jetzt die spannende Geschichte, dadurch wurde eine Leistungssteigerung von knapp 12% erreicht. Leider ist dieses Gemisch auch um einiges giftiger nochmal als das Hydin. Hydin sage ich schon, das Ethanol-Gemisch. Und erfunden wurde es von einer chemischen Ingenieurin namens Mary Sherman Morgan bei Rocketdyne, also von einer Frau. Und ja, da ist auch viel Populärkultur drum entstanden. Ich glaube, diese ganze Rocket Girl-Geschichte von früher basiert eben darauf. Tatsächlich war es aber so, dass nur in der Explorer-Satellitenserie und bei einigen Probestarts, der, jetzt lasst mich nicht lügen, Jupiter C müsste es gewesen sein, dieses Gemisch eingesetzt worden ist. Also wurde es zwar wirklich aktiv verwendet, hat aber langfristig dann verloren gegen ein noch besseres oder effizienteres Gemisch. Und vielleicht ein bisschen Fun Fact am Rande. Mary Sherman Morgan war engagiert und wollte, dass es nicht Hydin heißt, sondern sie hat vorgeschlagen, dass es Bagel genannt wird. Das basiert wohl Bagel und LOX. Also Liquid Oxygen ist der Oxidizer und LOX ist wohl auch irgendeine Art von Lachsgericht in den, also eine bestimmte Art und Weise, das zuzubereiten, und dazu isst man dann wohl einen Bagel mit Frischkäse drauf, und Bagel and Lox ist dann quasi wohl das, was man bestellt, wenn ich das richtig verstanden habe. Hat die Army aber abgelehnt. Das hieß dann Hydin, Bagel und Lox fanden sie wohl nicht ganz so witzig. So, wie funktioniert das ganze Ding? Die A7 Engine hier unten ist starr ausgerichtet, das heißt, man kann sie nicht steuern. Was da dran ist, ich nehme sie mal kurz hier, das sind die A7 Fin Thrusts, die funktionieren aber nach innen, also die sind hier zwar dran, sind aber hier drin und sorgen dafür, dass sie mit diesen, wie nennt man das, Thrust Vanes, den Strahl der Rakete so umleiten, damit das Ding in irgendeine Richtung fliegt. Dann kommt ein länglicher Tank mit, ihr werdet es schon vermutet haben, Hydin und Liquid Oxygen drin. Dann kommt oben drüber das Juno Nose Cone Fairing und Instrument Section. Was ist das Teil? Das Teil ist erstmal natürlich ein Adapter zu den Hauptstufen oder zu den Oberstufen, und hier ist auch der erste Separator. Das heißt, das Nose Cone Fairing ist dieser Teil hier, und hier beginnt der Tank. Hier beginnt der Tank, genau. So, also bis hier geht das Fairing. Und hier drin ist zum einen Instrumentensektion, aber eben auch Nitrogen und RCS-Ports. Die sieht man jetzt nicht so gut. Nachher beim Flug werdet ihr verstehen, wie es funktioniert. Da kann man das ganz gut erkennen. Das Ding ist dafür da, um nachher die Lagekorrekturen zu machen und vor allen Dingen auch die Spin-Rotation für die oberen Stufen einzurichten. Ist also, wird abgesprengt nach dem Burnout der ersten Stufe, übernimmt dann kurz die Steuerung, ist aber selbst keine eigene wirkliche Stufe, also es hat keine Antriebssektion, sondern es ist eher so ein Kontrollteil. Kann auch nochmal Telemetriedaten übermitteln, muss es aber nicht. So, obendrauf kommen dann die drei Oberstufen. Jetzt werdet ihr sagen, drei Oberstufen, aber ich sehe doch nur zwei. Das ist so korrekt, denn die drei Oberstufen, also wir reden insgesamt über eine vierstufige Rakete, wenn ihr das mitgerechnet habt. Ich hoffe, ihr macht fleißig Notizen. Die drei Oberstufen sind aus Baby Sergeant Raketen gebaut. Die Baby Sergeants sind kleine. Jetzt geh weg, bitte. So. Sind kleine PSPC, das ist ein Festbrennstoff, also es sind im Prinzip Solid Rocket Booster, wenn man es so will, oder Solid Kick Motor steht hier drin, sehr kurz brennende kleine Teile, die halt pro Rakete im Vakuum einen Thrust von 8 kN aufbauen und dann eben, ich glaube 5-6 Sekunden brennen die, und dann war es das auch schon. Lasst mich kurz gucken, ich habe hier ein paar Notizen vorbereitet. 6,5 Sekunden, wenn wir ganz kleinlich sein wollen, brennt ein Baby Sergeant Solid Rocket Motor. So, davon gibt es aber ein paar mehr, und zwar, wenn wir jetzt hier mal reingucken, ist das folgendermaßen aufgebaut. Die vierte, die ist fest verbunden mit dem Explorer und besteht aus einem Baby Sergeant Rocket Motor in genau dieser Konfiguration, also da ist nichts groß getan, der hat einfach seinen Treibstoff drin, wird 6,5 Sekunden brennen und das Ganze mit 8 kN Schub, wenn er im Vakuum ist, und 7, und ein bisschen, wenn er das nicht ist. So. So weit, so schlecht. Jetzt kommt da unten drunter wiederum, das muss ich jetzt mal ein bisschen aufsplitten, kommt ein Dreiercluster an Baby Sergeants. Und ich nehme jetzt mal diese Platte hier weg, dann erklärt sich das ein bisschen besser. Diese Dreiercluster besteht schlicht und ergreifend aus drei von diesen Baby Sergeants, die mit so einem Adapter zusammengetüdelt sind, gibt es hier als fertiges Bauteil.
und ist die vorletzte Stufe, die gezündet wird. Auch diese brennen 6,5 Sekunden und haben logischerweise natürlich dann das Dreifache an Schub, also 24 Kilonewton insgesamt. 3 mal 8 ist 24. Und die werden unter dem Ganzen gezündet. Und jetzt kommt der Trick, warum das so komisch aussieht. Hier ist dann so ein lustiger Decoupler-Adapter dran. Der ist aber da oben dran, weil jetzt ein Elver-Cluster an Baby Sergeants nochmal kommt. Und dieser Elver-Cluster wird um den Dreier-Cluster gebaut. Das sieht natürlich auch ein bisschen cooler aus und ist auch mal eine lustige Art zu decoupeln. Und logischerweise erzeugen 11 von den Dingern auch wieder mehr Schub. Jetzt kommt natürlich die lustige Erwartungshaltung, dass das dann irgendwie 80 Kilonewton sind. Und sind es aber nicht. Ach schade, hier steht das gar nicht, ne? Steht das hier? Genau, hier steht das. Also 88 Kilonewton sind es aber nicht. Es sind 73,4 Kilonewton Thrust, die das Ding entwickelt. Aber brennt auch wieder 6,5 Sekunden. Und das Teil wiederum ist jetzt... zu machen, so... verbunden an die Rakete. Ich habe hier noch, weil ich ein Körbel bin oder Körbel trainiert bin, habe ich hier noch die Dinger dazwischen gebaut. Die sind normalerweise nicht da. Das wird also gedekabelt. Ich habe aber ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, dass mir das Ding da oben wegbricht nach ein, zwei Testflügen, weil das ziemlich wackelig war. Und deshalb habe ich das so gemacht. So, und jetzt kommt der spannende Teil. Natürlich der Flug mit dieser Rakete. Ich werde es mir natürlich nicht nehmen lassen, vorher ein bisschen zu simulieren. Also nicht Krankheit, sondern den Flug. Wir haben dann knappe 2000 Körbel-Dollar, die wir im Prinzip ausgeben für die Rakete. Und spannend wird es halt, weil der Teil hier ist steuerbar. Dann haben wir über die Nose Conferring nochmal die Chance, das auszurichten. Und alles, was hier oben passiert, das ist nicht mehr beeinflussbar durch mich, weil ich habe zwar einen Satelliten, der hat aber keinerlei Steuerfähigkeiten. Der kann eine Richtung halten mit SRS. Und das war's. Ich kann ihn aber nicht mehr steuern. Von daher, interessantes Flugprofil. Das probieren wir jetzt aus. Wir haben knapp über 10.000 Delta V. Das sollte eigentlich reichen, damit wir auch mit kleineren Flugfehlern in den Orbit kommen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, ob das geklappt hat. Bis gleich. Auf der Startrampe in Cape Canaveral steht jetzt unsere modifizierte Redstone, die sich Juno 1 nennt. Und als erstes werden mal die Fuel Pumps in unseren Starthilfen angeschaltet, damit wir mit wirklich 100% Treibstoff auch starten können. Und dann kommen noch so ein paar alte Sachen aus der Simulation weg. Die erzeugt ja immer Missionsergebnisse. Und dann sind wir auch schon bereit für die erste Ignition. Und mit dem Vorheizen des Triebwerks geht es natürlich los, damit es auf volle Leistung kommt. Und sobald es das ist, werden die Startklammern gelöst und die Rakete ist unterwegs. Und wir nutzen die Zeit des Aufstiegs mal, um vielleicht uns mal auch anzugucken, wie kam es eigentlich zum Explorer-Projekt. Ganz konkret wurde in den 1955ern Ende Juli von Eisenhower angekündigt, dass die USA natürlich im geophysikalischen Jahr einen Erdsatelliten, also das war 1957 bis ich glaube Ende 58, raufschießen wollen. Und aus politischen Gründen hat diesen Auftrag die Navy erhalten. Also warum jetzt die Navy? Die NASA gab es damals in der Form noch nicht. Und innerhalb der USA gab es drei Parteien. Neben dem großen Space Race gab es also noch ein kleines Space Race, die alle versucht haben, da die Nase vorn zu haben. Das Ganze kam natürlich aus dem Hintergrund des Kalten Krieges, wo mit Interkontinentalraketen, Mittelstreckenraketen rumgespielt wurde, so wie die Redstone eben auch eigentlich eine Mittelstreckenrakete ist, um ja atomare Lasten irgendwo hinzubringen und dann die turnieren zu lassen. Und konkret waren das die Luftwaffe, die US Army und eben die Navy. Die Luftwaffe war zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht so weit. Die hatten ein theoretisches Konzept, das allerdings auf der Atlas-Rakete oder der Atlas-Interkontinentalrakete basierte. Die gab es zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Die war eben noch ein Konzept, Schrägstrich in den ersten Probephasen. Und dann gab es noch die US Army mit dem Explorer-Projekt und die US Navy mit dem Vanguard-Projekt. Und die Navy hat aus politischen Gründen den Zuschlag erhalten damals und hat dann auch versucht, den Vanguard-Satelliten zu starten 1957. Und das ist leider so ziemlich schief gegangen. Also die Rakete war schlicht und ergreifend nicht so verlässlich,
gänzlich, wie man sich das erhofft hatte. Und daraufhin hat eben dann Werner von Braun, der für die US-Armee mitgearbeitet hat, eben den Zuschlag bekommen, das auf Basis einer Redstone-Rakete zu probieren. Und die sehen wir hier. Und die Raketen wurden natürlich von unterschiedlichen Parteien entwickelt. Also während die Army-Seite Huntsville Redstone Arsenal eben diese Juno 1 Trägerrakete entwickelt hat, wurde vom JPL in Kalifornien drüben da der Explorer 1 Satellit gebaut. Und die Instrumente in dem Explorer 1 Satelliten, die wurden von einem gewissen Herrn Van Allen gebaut. Und jetzt überlegt nochmal, wie der Strahlungsgürtel heißt, der gemessen wurde. Und zwar erstmals mit dem Explorer Satelliten. Genau, der Van Allen Belt. So, die Rakete hat jetzt eine gewisse Höhe erreicht, nämlich 170 Kilometer plus in der Apoapsis. Deshalb habe ich sie jetzt flach gelegt, damit ich schon mal auf den Horizont zielen kann. Und dann haben wir auch den Burnout der Redstone Stufe, die jetzt abgetrennt wird. Und dann gibt es da so ein Zwischending. Also das ist nicht direkt eine eigene Stufe, das ist einfach ein Nitrogentank mit RCS-Boostern, wie ihr jetzt sehen könnt, mit dem ich jetzt die Ausrichtung nochmal vorbereite. Wir hatten in der FAB schon drüber gesprochen, die oberen drei Stufen, also diese drei Baby Sergeant Stufen, die sind nicht steuerbar. Und damit das eben nicht dazu führt, dass man sonst wo landet oder wieder nach unten fliegt, richte ich jetzt einmal das Ding sauber mit den RCS-Kontrollen aus. Und dann wurde eine Spin-Stabilisierung durchgeführt. Was ist eine Spin-Stabilisierung? Also eine Spin-Stabilisierung, das kennt man schon aus dem Bereich der Ballistik. Geschosse in modernen Schusswaffen werden nämlich auch in Rotation versetzt durch sogenannte Züge im Lauf, die auf die Kugel einwirken oder das Projektil, wenn es die Waffe verlässt. Und dadurch wird das Projektil um die Längsachse stabilisiert. Das basiert darauf, dass eben diese schnelle Drehung um die eigene Achse einen Kreiseleffekt hervorruft, der einen Gegenstand um seine Längsachse stabilisiert, also die Achse, um die man sich dreht, was hier von der Spitze nach hinten durch eben, naja, unsere Flugrichtung grob ist. So, deshalb jetzt RCS-Thruster ganz, ganz fix im Kreis, bis ich das Gefühl hatte, das reicht dann jetzt auch. Nebenbei kann man natürlich schon mal ein bisschen Experimente einsammeln und als dann genug Rotation erreicht war und ich gedacht habe, so, ja, das wird sich jetzt hoffentlich stabil halten, dann kam natürlich die Abtrennung unserer drei Oberstufen. Also wie gesagt, das jetzt ist gerade nur ein reines Steuerungsding, das hat nichts mit einer Raketenstufe zu tun. Und wir trennen dann nochmal unsere Oberstufen eben ab von der Steuerungseinheit oder diesem Nose Cone Fairing and Instrument Section. So, das Ganze bleibt natürlich in Rotation und stabilisiert sich jetzt eben um seine Längsachse, zeigt dabei grob auf den Horizont. Wir sind vielleicht so 1-2 Grad drüber, das ist auch nicht schlimm. Und aus meinen Testflügen habe ich gelernt, bei 30 Sekunden zur Apoapsis ist ein guter Zeitpunkt, um die erste Stufe zu zünden. Und dann geht's schnell weg von unserer ersten Stufe in Richtung Orbitgeschwindigkeit. Und wir haben dann den ersten Burnout für die erste Stufe. Auch die zweite Stufe will ich wieder zünden bei ungefähr 30 Sekunden. Noch eine kleine Korrektur im Staging, damit ich tatsächlich zeitgleich mich abtrenne von den anderen 11 Baby Sergeants und wegbooste, damit es nicht zu irgendwelchen Oszillationen kommt, weil ich noch irgendwo anecke. Das wäre ziemlich fatal, denn ich kann ja nicht drauf einwirken. Und bei 30 Sekunden knapp kommt die nächste Stufe mit nochmal drei Baby Sergeants, die uns weiter in Richtung Orbitalgeschwindigkeit katapultiert. Wie ihr oben rechts sehen könnt, haben wir jetzt bei den Science-Experimenten die Sachen schon geschafft. Letzte Stufe nochmal abgetrennt oder vorletzte Stufe abgetrennt. Und wir warten jetzt auf den richtigen Zeitpunkt, um den letzten Baby Sergeant zu zünden. Das soll relativ exakt auf der Apoapsis passieren. Und ja, wie schon erwähnt, die Explorer 1 war die erste oder der erste Satellit, der mit Strahlungsmessinstrumenten eben den Van Allen-Gürtel nachgewiesen hat, also den Strahlungsgürtel, der sich um die Erde herum befindet und damit auch festgestellt hat, dass es da durchaus Gefahr oder Probleme für bemannte Raumfahrt gibt. Und weil eben dieses Instrumentenset im Explorer von einem gewissen Herrn Van Allen gebaut worden ist oder von seinem Team und ihm, deshalb heißt das heute Van Allen Belt. Wieder was gelernt. Ne? Wusste ich vorher auch nicht. Habe ich auch erst gelernt, als ich mich für die Folge hier schlau gemacht habe. Aber auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Des Weiteren wurden noch ein paar andere Sachen durch den Explorer festgestellt. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Ja, wie gesagt, Science ist erstmal schon ein bisschen was nach unten gefunkt. Wir haben eine relativ gute Reichweite. Wir haben sehr niedrigen Stromverbrauch mit dem kleinen Gerät und haben jetzt noch etwas unter 30 Sekunden bis zur Apoapsis. Wir waren ja kurz auf der Map, da hat man es gesehen. Da fehlt jetzt noch einiges zum Orbit. Aber wenn ihr euch mal die Zahlen anguckt, wir haben jetzt noch 2184 Delta V. Wir haben 6500 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit. Wenn wir das jetzt mal zusammenrechnen, dann kommen wir auf über 8000 Meter pro Sekunde und das sollte reichen, um uns in den Orbit zu bringen. Das heißt, wir haben jetzt unsere letzte Zündung und wenn jetzt nicht noch der Teufel zuschlägt und das Ding komplett auseinanderreißt, kurzer Grafikbug, weil es einfach viel zu schnell geworden ist, dann landen wir tatsächlich in einem Orbit mit einer Periapsis jetzt von 157 Kilometern und einer Apoapsis von 4367 Kilometern. Damit ist unsere Mission erfüllt. Ihr seht oben rechts auch schon, da haben wir ein Häkchen dahinter bekommen. Und ja, Mission accomplished. Wir sind das erste Mal mit dem Satelliten im All oder im Orbit. Dafür gibt es 62.000 Funds und 188 Reputationspunkte. Und nebenbei haben wir noch den Speed-Record für 7.000 Meter pro Sekunde und für 5.000 Meter pro Sekunde crewed gebrochen. Das ist natürlich ziemlich awesome. Und dann habe ich den Satelliten natürlich gleich noch ein bisschen benutzt, um wissenschaftliche Daten einzusammeln. Hier über Afrika gerade unterwegs. Und worauf ich nochmal zurückkommen wollte, hatte ich ja eben schon angeteasert. Es wurde noch was anderes durch den Explorer-Satelliten festgestellt. Und zwar konnte mit der Zeit, also der Explorer-Satellit ist nach und nach vom Orbital Decay her wieder eingetreten und ein paar Jahre später, glaube ich, verglüht. Hätte ich mir vielleicht mal aufschreiben sollen. Ich glaube, 7 Jahre. Nee, das war der Vanguard. Naja, ist ja egal. Und während er eingetreten ist, wurde eben über diese Abbremsung, die er erfahren hat, das Atmosphärenmodell der höheren Atmosphäre der Erde deutlich verbessert. Bis dahin gab es diese Erkenntnis eben noch nicht. Und da mussten die Zahlen, also das, was damals vermutet worden ist, war deutlich zu niedrig. Und die Zahlen mussten stark nach oben korrigiert werden, wie dicht die Atmosphäre eigentlich in ihren wirklich sehr hohen Bereichen ist. Und auch das ist eine Erkenntnis, die wir den Explorer-Satelliten zu verdanken haben. Also, es gab nicht nur den Sputnik, sondern es gab eben auch den ersten Satelliten der Amerikaner, den Explorer 1, und auch der hat viele wichtige Erkenntnisse geliefert, unter anderem eben das Atmosphärenmodell und den Van-Allen-Belt und durchgeführt eben von der US Army. Und hier kommen wir jetzt wieder langsam über amerikanischen Boden rein und haben durch die Rotation, also es ist ein Orbit rum, noch einige Höhenrekorde gesammelt, einfach nur des Geldes wegen. So, und jetzt soll es natürlich weitergehen. Wir haben jetzt durch die Reputation 1547 verschiedene Möglichkeiten, was wir als nächste Verträge machen wollen. So Kleinigkeiten wie Science Data from Space Around Earth, die sind jetzt natürlich nett, weil wir haben den Explorer-Satelliten oben, der wird auch noch eine Zeit lang mit seiner Batterie halten. Die kann man immer mal nebenbei erledigen, deshalb nehme ich die auch an. Und dann geht es eben auch schon los. Ihr seht da die ersten Lunar-Sachen, das heißt unbemannte Missionen Richtung Mond und wir haben natürlich auch noch immer Past the Kármán Line Crewed und ich denke, diese Crewed Flights und eben die Uncrewed Moon Dinger sind die Zukunft, wo es hingehen soll. Dafür habe ich jetzt auch mal dann ein Upgrade bei Mission Control und bei der Tracking Station gemacht und wie es dann weitergeht, ob Crewed oder in Richtung Mond, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ziemlich spannend und ihr habt auch was lernen können. Mein Name ist Robert und tschüss.